Das wäre jetzt noch das, was ich gesagt hätte. Okay. Ja, aber. Jetzt haben wir halt unter der Bank auch Stauraum. Ja. Hier passt auch ein Portapotti hin. Ja. Die Blende vorne kann man auch rausnehmen, wenn man das möchte. Dann kann man in diesem Bereich längere Sachen durchladen. Ja. Das heißt Sportgeräte oder längere Einkäufe oder solche Sachen. Man hat das nicht mit in deine Schuhe. Man kann das auch mit einem Schuhkasten haben. Okay. Ja, okay. Ja. Nur um die Möglichkeit. Ja. Und die Bank wird hier drüber entriegelt, nach vorne gezogen. Oh, das ist schon ein Gier. Ja? Ja, noch ein Euro. Wenn die Füße und ausgeklappt. Ja. Und wichtig ist, dass man sich immer setzen kann. Ja. Jetzt haben wir eine Liegefläche von 1,90 Meter Länge und 1,30 Meter Breite. Okay. Relativ üppig für diese Fahrzeugklasse. Und flach auch. Ja. Genau, man braucht kein extra Polster oben drauf. Ja. Man kann wirklich hier auf dieser ebenen Fläche auch gut schlafen. Okay. Ja, zwei Minuten kommen, Also ist es schon eng. Ja, aber ich das Bett verstehe ich, aber wenn das wieder ein Bank ist. Ja, die Sitzfläche der Bank ist deutlich niedriger als jetzt die Fläche des Bettes. Sie können dann da unten sitzen. Genau. Wichtig, wann man das. Ich bin ja schon relativ groß, aber ich kann hier Sie können sich gut sehr gut sitzen. Ja, okay. Okay. Und das wird auch gemietet, dieses Fahrzeug? Genau, wir haben auch zwei von den Fahrzeugen in der Vermietung. Zwei in der Vermietung und auch in den Verkauf. Okay. Okay, wir haben jetzt ein halben Grad. Das ist auf der Tato. Aber die Breite des Busses, wir wollen etwas kleiner. Kleiner, weil die Kinder nicht mit uns gehen. Und das frei stehen. Mit Gas, wie geht das mit Gas? Und das ist ein Ja, kann ich gerne mitgeben. Das ist auf die Höhe. Das ist interessant. Das ist ein Wochenende.